Read your palm, your mind, your aura, probe the secrets of your heart. I bet I can guess your birthday. What is it? You're a Taurus, right? How did you guess? Für Total Recall sollten wir eine Kolonie von Mutanten erschaffen. So the director really cautioned me. He said, like, when we see. Der Regisseur warnte mich. Wenn der erste Mutant im Film erscheint, dann sollte er noch nicht so schlimm aussehen. Aber bei genauerem Hinsehen sollte man doch gleich merken, dass da irgendetwas nicht stimmt und dass das ziemlich schrecklich ist. Der nächste Mutant sollte dann schon ein bisschen schlimmer aussehen, schon ein bisschen in Richtung Schocker. Dem Typ in der Bar, dem da so etwas Schreckliches über dem Auge wächst, dem sieht man schon auf Anhieb an, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Und so führt er sich dann ja auch auf. You got a lot of nerve showing your face around here, Hauser. Look who's talking. Später, wenn man die Crème de la Crème der Mutanten sieht, taucht ein Typ namens George auf. Bei dieser Figur merken die Leute im Kino gar nicht, dass nicht das Baby das Außergewöhnliche an dieser Szene ist und auch nicht der Typ, der es trägt, und dass der Schauspieler, der diesen Typ spielt, bei den Dreharbeiten überhaupt nicht dabei war. So when you see the guy walking, dieser Mann, der da in Trance läuft und das Baby, das lebendig wird, aufwacht und anfängt zu sprechen, das Ganze ist eine Nachbildung von Marshall Bell, dem Schauspieler, der die Rolle des George spielt. Wir haben von Marshall Bell ein Ganzkörpermodell gemacht, von Kopf bis Fuß. Und wir hatten eine Fernsteuerung, die folgendermaßen funktionierte. Wenn derjenige, der sie bediente, seine Arme, seine Finger, seinen Kopf oder sonst irgendetwas bewegte, so machte die Figur genau die gleichen Bewegungen vor der Kamera. Und auf dieselbe Weise wurde auch das Mutantenbaby bewegt, nur dass es von jemand anderem gesteuert wurde. Und wenn es Arnold seine Arme entgegenstreckt und sagt, gib mir deine Hand, dann steht in Wirklichkeit jemand hinter der Kamera, der diese Bewegungen ausführt. Ein anderer technischer Spezialeffekt in Total Recall: Arnold erscheint laut Drehbuch als die dicke Lady. Wenn man sieht, dass die Frau einen Defekt hat, ist es eine Schauspielerin. Dann gehen wir auf einen anderen Kopf, einen Roboterkopf dieser Frau, der anfängt zu zittern und mit den Augen zu rollen und der diesen irren Ausdruck im Gesicht hat. Dann verschwinden die Ohren, kommen aber als eine Art Taschenlampen wieder heraus. Die Perücke fliegt weg, aber das ist schon Kopf Nummer 2. Kopf Nummer 3 ist dann ein Kopf, der sich öffnet, fast wie ein Schränkchen mit Schubladen. Und das geschieht mit diesem Ding da hinten. Wir haben monatelang gebraucht, bis es einsatzfähig war. Alles, was da drin steckt, ist Präzisionsarbeit, sodass es problemlos geöffnet werden konnte. Es wurde hinter Arnold hydraulisch hochgehoben, mit so einem Ding, mit dem man in der Autowerkstatt einen Wagen hochhebt. Es ist nämlich so schwer, dass es nicht mal von Arnold hochgehoben und schon gar nicht getragen werden konnte. Und dann steht der echte Arnold da, befreit sich von der Maske der dicken Lady, die ja eigentlich nur ein Kopf ist, hält sie in die Kamera und wirft sie dann aus dem Bild. Die Jungs fangen den Kopf auf und in einer anderen Einstellung über ihre Schultern hinweg sieht man dann, wie der Kopf zu sprechen beginnt. Das ist dann wieder die Schauspielerin, die wie der glatzköpfige Roboterkopf zurechtgemacht ist. Ihr Kopf scheint frei in der Luft zu schweben, denn man sieht nichts von ihrem Körper. Das wiederum wird mittels eines kameratechnischen bzw. optischen Tricks erreicht. Das Ganze ist eine Kombination von maskenbildnerischen und optischen Effekten. Ja, und dann explodiert der Kopf, der hier natürlich wieder ein Kunstkopf ist. Es gibt eine Menge Spezialeffekte, optische Effekte, Computer, Masken, alles, was ich schon erwähnt habe. Und dafür, für unsere hervorragenden Leistungen, haben wir einen Oscar bekommen. Wir haben uns über die Anerkennung gefreut. Es war ja auch viel Arbeit und wir sind auf ein paar wirklich neue Sachen gekommen. Well, I hope you've enjoyed our